Moin, wenn ihr wissen wollt, warum ich hier mit einem nassen Zelt und nassen Stiefeln in einem Hotelzimmer bin, draußen aber folgende Aussicht habe, dann bleibt ihr jetzt einfach dran. So, ihr Lieben, Vignette ist geklebt und ja, noch ein paar Züge aus der Dampfe und dann geht es weiter auf der Autobahn. Bin mir nicht sonderlich sicher, ob es jetzt dann noch regnet oder nicht. Ich hoffe nicht, aber im Zweifelsfall hätte ich die passenden Klamotten dazu an. Also komplett regendicht vorgesorgt. Mal wieder weiter. Oh, das ist mit der Packrolle hinten drauf wieder so furchtbar unangenehm zum Aufsteigen. So. Ich bin froh, dass ich A, nicht viel Sprit brauche und B, jetzt nicht tanken musste. Benzin. Schlappe 1,70 Euro. Zum Vergleich, beim Losfahren waren es 1,41 Euro. Troll! Troll! Ja. Muss man warten, wenn ein Mopedfahrer kommt. 1,41 Euro. Gegen 1,70 Euro. Das ist schon absolut wow, dass ich die hier rausnehme. Aber das ist die letzte Raststätte und die letzte Einkaufsmöglichkeit für Vignetten, bevor es mautpflichtig wird. Und wir werden halt dann viel nochmal rausfahren und auch nochmal tanken müssen. Also wegen der Vignette müssen, wegen am Tanken wollen. Na, langen Sie hin. So, jetzt haben wir es. Jetzt sind wir in Italien. So schnell geht das. Auf den Jaufenpass hinauf. Aber das Tolle an dem Regen, ich kann ganz gemütlich fahren, werden sich nicht viele tummeln und es wird es keiner eilig haben. Puh, gesund ist so viel Regen für die Kamera garantiert nicht. Aber ich möchte einfach schnauen, weil ich da noch ein paar schöne Aufnahmen von bekomme. Da unten ist der Jaufenlift, der geht bis dorthin. Ein bisschen runter machen. Sonst spritzt das Wasser in die Augen. Ja, ich hatte gehofft, wenn ich hier noch ein bisschen höher hochkomme. Es hat jetzt unterwegs irgendwann mal wieder voll angefangen eben zu pissen. Ich habe gehofft, je höher ich hinaufkomme, dass ich vielleicht über die Wolken drüber komme. Jetzt wären wir auf 2094 Metern hier in der Hütte. Aber sieht wohl ganz so aus, als ob mir das heute nicht vergönnt ist. Ich schätze mal, ich werde heute auch nicht mehr viel Sonne sehen. Wir haben jetzt noch 24 Kilometer, dann bin ich an sich eigentlich am Campingplatz angekommen. Das heißt, Zelt wird heute eine Regengeschichte. Jaufenpass habe ich jetzt quasi erledigt, also erledigt in Anführungszeichen, aber das war jetzt die höchste Stelle da. Jetzt geht es schon wieder bergab. Und jetzt bummel ich ganz gemütlich und genieße die Aussicht. Ohne euch, tut mir leid. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass da Wasser in die GoPro reinkommt. Ähnlich wie gerade ein bisschen Wasser auch in die Hose reinkommt an ein paar Stellen. Mal schauen, wie ich das morgen mache. Tschüss. Ich bin nicht der Einzige. Ich bin nicht der Einzige. Ja, auch was.
Ja, und nachdem sich's dann mal so richtig schön eingeregnet hat, hat's dann auch wunderbar weiter geregnet. Ich bin den Jaufenpass dann noch runter nach Meran hin zum Campingplatz und ja, was soll ich sagen, ich war nass, Zelt war nass, Campingplatz hätte dann knapp 30 Euro gekostet mit allem drum und dran, weil ich mir dort so ein Bad hätte mieten müssen und die ganzen Gebühren allen drum und dran. Das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer und ja, die Füße waren klatschnass. Also habe ich kurzerhand booking.com aufgemacht, da habe ich als App eigentlich immer mit dabei. Und 20 Kilometer weiter ein Hotel gefunden. Dort bin ich dann noch raufgefahren. Bis dahin war es auch schon dunkel und das Hotel war gefühlt noch höher oben als der Jaufenpass. Aber das Kälbchen ist ja halbwegs geländegängig und ja, dort angekommen, mich unter die Dusche geschmissen und ins warme Bett gekuschelt und geschlafen.